Herr Wieland, was die Konsequenz vor dem Tor angeht, was die Chancenverwertung angeht, kann man heute auf Durlachau ziemlich neidisch sein. Können wir sehr neidisch sein, weil ich denke, Durlachau hat mit der ersten Torschance das 1-0 gemacht. Wir haben vorher 3-4 gute Möglichkeiten, haben leider kein Tor gemacht. Somit muss man sagen, war es dann in der Halbzeit sehr schwierig für uns nach dem 0-1. Ja, aber dann das 2-0 bekommen, wo es sehr unglücklich war. Und habe dann, denke ich, nach dem 2-1 nochmal die Möglichkeit gehabt zum 2-2 und habe dann das 3-1 bekommen. Ja, da war die Chanceauswertung heute für Durlach sehr, sehr gut, für uns sehr schlecht. Verdiente Niederlage oder verdienter Sieg von Durlachauer? Ich denke, ja, wenn man die Torschüsse so effizient nutzt wie Durlachauer, hat Durlachauer verdient gewonnen, ja. Was hat heute bei Ihnen nicht geklappt? Nicht geklappt hat ganz einfach, dass wir erneut auswärts in Rückstand geraten sind. Wir haben uns vorgenommen, dass wir am Anfang kein Tor bekommen. Wenn wir dann ein Tor bekommen mit der ersten Situation, dann sind wir hinterhergelaufen und da waren wir nicht effizient genug. Gegen den Ball haben wir auch nicht so gut gearbeitet und somit denke ich ganz einfach, war es sehr, sehr schwierig. Insgesamt sahen Sie aber, was das Spielerische angeht, schon wie die stärkere Mannschaft aus. Wie sehr ärgert es Sie, dass es halt heute nicht für Punkte gereicht hat? Ja, ich höre immer, die spielerische Komponente ist sehr, sehr gut. Ich denke ganz einfach, im Fußball gehören noch mehrere Faktoren dazu wie spielerische Komponente. Da gehören Zweikampfverhalten, Laufbereitschaft, Siegeswille dazu. Und da, denke ich, war Durlachauer heute besser aufgestellt wie wir. Da müssen wir dran arbeiten. Und das werden wir tun und dann hoffen wir, dass wir Mittwoch in Lauda hoffentlich punktemäßig etwas nach Hause fahren. Werden Sie versuchen, jetzt irgendetwas Besonderes anzugreifen in der nächsten Zeit? Besonderes müssen wir erstmal abwarten. Besonderes können wir nicht angreifen, wenn wir gerade sehr personelle Situationen meistern müssen. War heute auch 2A-Jugendliche dabei. Ich denke ganz einfach, müssen wir schauen, wie wir jetzt die nächsten Wochen positiv gestalten können. Am Freitag ist es bekannt geworden, dass Timo Di Giorgio die Mannschaft Ende der Saison verlässt. Wie haben Sie die Nachricht aufgefasst und wie wirkt sich das jetzt aus? Timo Di Giorgio hat mit mir vorher schon sehr viel Kontakt gehabt. Er hat die Möglichkeit bei seinem Ziehvater oder Stiefvater Augenstein, das wollte er immer mal zu trainieren bzw. zu spielen, aufgenommen. Durch die Futsal-Nationalmannschaft-Geschichte denke ich sowieso, dass es für ihn die Position Spieler-Co-Trainer recht schwierig wird. Somit war ich nicht überrascht. Und wie wird es die Mannschaft verschmerzen? Was meinen Sie? Wie werden Sie es verschmerzen? Ja, verschmerzen, wenn wir erstmal warten, wir haben jetzt noch 5 Spiele in der laufenden Saison. Sollte man in Relegation müssen, haben wir noch Relegationsspiel. Und zu verschmerzen, wenn wir die Situation jetzt bekannt, wir müssen das Beste draus machen. Nach meinem Kenntnisstand war Ihre Zukunft für die nächste Saison noch nicht festgelegt oder noch nicht bekannt. Können Sie uns Näheres dazu sagen, weil der Vertrag nach meiner Kenntnis war erstmal bis Saisonende? Ja, der Vertrag ist bis Saisonende, aber wir müssen so sehen, dass ich zurzeit das mehr nicht in meiner Hand liegt, nicht in der Hand von TSV Reichenbach, sondern es liegt eigentlich mehr an meinem Arbeitgeber, wie da die Situation aussieht, weil ich sage ganz einfach, da ist ein entscheidendes Gespräch nächste Woche und wenn man sehe, wie die Firma das sieht, ich meine Nebentätigkeit an jemanden in der Firma genehmigen lassen muss und das entscheidende Gespräch nächste Woche. Mit der Firma, nicht mit dem Verein? Nein, mit der Firma. Der Verein und ich sind uns einig. Das hat eigentlich mehr mit der Firma zu tun. Herr Wieland, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft. Danke.